talking about Lara sitzt. Lara sitzt in Rio, Lara liegt in Tokio. Merk schon, wie sehr ich das Level liebe. Weil es voll gut ist, den gleichen Kack öfters zu machen. Aber weißt du, was ich an dem Level mag? Hm? Die Stellen, wo du Out of the Dark und Into the Light gehst. Also, die hier. Ah! Die meinte ich jetzt nicht. Ich glaube, ich habe heute zu häufig dieses Speichern und Laden weißer Bildschirm gesehen. Ich habe langsam Kopfschmerzen. Oder du hast jetzt oft zugehört. Ja, das ist auch eine gute Möglichkeit. Ist doch einfach die Hölle. Oh mein Gott! Ich wusste nicht, dass ich das kann. Ich bin großartig. Perfekt. Ich möchte kurz mal diesen Content Creator zitieren, von dem ihr das Video schaut. Ich bin großartig. 3 Sekunden bevor drei Sekunden bevor er gestorben 2021. Ist. Oh Mann, ich bin ein Vollidiot. Ja, guck, ich hätte meine Meinung aber schnell geändert. Ja, Wahnsinn und Genie liegen manchmal ziemlich nah aneinander. Ja, aber man kann dich ganz einfach in Wahnsinn einordnen. Ja, das stimmt leider. Cool. Was? Ich konnte im Ladebildschirm speichern? Habe ich mir das gerade eingebildet oder war das wirklich so? Ich hab's auch gesehen. Warum habe ich es nicht gemacht? Ich werde gleich beim nächsten Mal nochmal testen. Dann lässt mich jetzt nicht in Ruhe. Weiß halt nicht, ob es genau das ist, was wir als erstes machen sollten. Oder ob es da nicht doch noch vielleicht eine andere Passage gibt, die wir vorher angehen sollten. Na. Alexandria ist halt leider zu groß. Es gibt halt vieles, was man machen könnte. Ich meine, haben wir ja gerade gesehen. Stell dir mal vor, wir wären jetzt hier hingegangen, ohne überhaupt den Schlüssel zu holen. Dann hätten wir jetzt die ganze Zeit. Dich meine ich. Genau du. Kam was Weißes raus. Ja, nenn was ein. Barbara wurde von der Säule sexuell vergewaltigt. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur dein Exorzist. Komm, geh da jetzt hin. So. Deswegen habe ich beim letzten Mal ein Totem gesucht. Weil wir hier jetzt welche benötigen. Okay, wollen wir jetzt einfach gar nicht mehr irgendwie hier, oder so? Ja. Weißt du was? Ich geh aber so runter. Weißt du was? Ich geh so nicht runter. Geh so runter.
Das sieht mir ein bisschen angenehmer aus. Wenn das an den Armen brennen müsste. Und an den Beinen. Da auch. Überraschung. Da bist du nicht entlang gelaufen. Oh doch. Das Ding ist, wir müssen nach unten. Die Frage ist nur wie. Also ich weiß wie, deswegen speichere ich kurz. Das kann man auch machen. Ja, ich weiß, dass da unten was ist. Und ich weiß auch, was da unten ist. Deswegen will ich ja dann nach unten. Ich glaube, da unten ist etwas. Ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Ah, so geraten. So, wir gehen hoch, damit sich das Seil auspendeln kann. Wir fliegen sowas von auf die Fresse. Das wird lange dauern. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Wie du das weißt. Ich will ganz sagen, weißt du, was das Beste jetzt daran ist? Schön, dass das hier ist. Die Katzen zu sehen. Ja, aber einmal möchte ich mir es noch erlauben. Also. Ich wollte mir was anderes erlauben. Und du weißt was. Wie schön. Okay, so. Ich bin nicht gekommen bin. Das ist genug Spaß für heute. Jetzt gehen wir ans Seil. Mit anderen Worten, wir werden noch sehr viel Spaß haben. Ja. Komm, geh mal hoch. Komm, Lara, geh hoch. Das hören wir immer wieder gerne. Ja, insbesondere sehen wir es auch immer wieder gerne. So. Ja, war knapp. Das war scheiße. Wie bitte? Das war scheiße. Wie? Hast du doch gesehen, wie? So. Das wird sowas von in die Hose gehen. Ja. Da brauche ich nicht einmal mehr auf den Aufprall warten. So, wir gehen wieder hoch. Eigentlich würde ich ja schon an diesem Seil gerne speichern, aber ich weiß, dass ich jedes Mal dann sterben würde. Beim Speichern. Und beim Laden. Aha. Deswegen. Weil ich dumm bin. Aber wie schaffst du das? Keine Ahnung. Yo! Also da jetzt auch wieder weil er gedacht, warte, das eine Seil, das scheiße drauf, ich mach's einfach ohne.
Das muss man aber auch erstmal schaffen. Ich wollte gucken, wie weit sie springen könnte. Nicht weit genug. Ah, ich weiß wieder, wofür das andere Seil ist. Ich hasse es. Siehst du es schon? Nein. Da oben. So. Das wird Dekoration. Nee, da ist wahrscheinlich was. Oh, jetzt sieht's gut aus. Das muss es sein. Mir fehlt der Schwung. Sage ich und hab voll den guten Schwung. Siehst du, mir fehlt der Schwung. Boah, Ja, weil du auch ey. viel zu früh gesprungen bist. Du musst warten, bis der ganz höchste Punkt ist. Ja, aber dann schwingt sie ja nicht, dann fällt sie ja einfach nur. Das ist das Problem. Aha. Ich meine, ich kann es ja mal gerne so machen, wie du es hättest. Und ich weiß, dass du das gerade nicht meinst, aber ich möchte, dass das Seil schneller das macht, was ich will. So, ne? Ja, der Sprung war total scheiße. Du hast überhaupt keine Entfernung bekommen. Ich auf den Boden geklatscht. Okay, merken wir uns. Der Grund, weshalb wir da zur Seite geflogen sind, war, weil wir zu hoch gekommen sind. Wir haben uns den Kopf aufgehauen. Deswegen wurden wir vom Spiel so verschoben. Okay, merken nicht zu hoch und auch nicht zu tief. Ich bin lebensmüde. Weiß nicht, wie oft ich jetzt gespeichert habe. Alter. Habe ich nicht sogar gesagt für ein Secret? Bitte, 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 bitte. Lass mich hier hoch. Ich weiß nämlich nicht, wo ich da rauskomme. Bitte sag mir, ich komme an einem besseren Ort raus. Ist nicht tot. Wo ist der Unterschied eigentlich zwischen der normalen und der Schrotarmor? Gute Frage. Ja, das wüsstest du als Shooter King. Ich bin der Shooter King. Weiß, was gute Spiele sind. Peng, peng, peng und ganz viel Buff. Was? Ja. Frag einfach nicht, okay? Frag nicht. Irgendwo müssen wir hier hoch.
Ach ja. Ich weiß wieder wo. Weißt du, ich dachte, dass das zu hoch wäre. Ja, und da wird eben Wasser.